Ja, Leute, so sieht's aus, wenn der Alphabet-Clan sich rächt. Hier stand nämlich mal mein wunderschöner Keller. Und jetzt ist hier nur noch ein Haufen Asche. Und alles ist abgebrannt und explodiert worden. Mein halber Keller ist weg, Leute. Immerhin sind meine Bücherkisten noch heil. Und mein Zaubertisch steht noch und alles. Und meinen Villagern geht's auch gut. Also von daher ist es gar nicht mal so schlimm gelaufen. Aber der Alphabet-Clan ist auf jeden Fall zu weit gegangen, ja? Also, dass sie mich hier so hardcore pranken, ich verstehe das auch gar nicht, warum. Weil, ganz ehrlich, der Prank an Elina, das war ja eigentlich Ryans Aufgabe. Das stimmt ja gar nicht, dass es meine Aufgabe war. Das war seine Aufnahme in die Hexenprüfung. Und dafür wurde sich hier an mich, oder in den Hexenclan, in den Hexenzirkel, ja? Dafür wurde sich natürlich hier an mir gerecht. Das finde ich nicht in Ordnung. Und ich denke, das muss ich jetzt auch nochmal kurz mit dem Anführer des Alphabet-Clans besprechen. Der ist nämlich gerade online. Klingeling! Hallo? Klingeling! Ja, also du musst ja klingeln, wenn du vor dem Laser nicht dann da. Ach bist so. Du da durchgekrabbelt? Hier eine Klingel? Ja, ja, guck mal, mein Laser ist ziemlich unsicher, weil du kannst diesen mal. Aha, smart. Also sollte das vielleicht nicht unbedingt verraten. Aber Dankeschön. Warte, kann man hier unten ja, ja, rein bitte. Aber Tür so. Zumachen. Warte mal, aber ich wollte. Aua, ich wollte gar nicht zu dir. Ich wollte eigentlich, vielleicht weißt du ja, ob Mr. X gerade mal zu sprechen ist. Mr. X, ja. Ah, warte mal ganz kurz. Ja, ich gehe sonst so lange raus. Ich weiß ja, der ist immer ein bisschen schüchtern. Ja, das oh, das habe ich doch schon gehört. Mr. X? Ja. Ja, oh, da ist Stinkgeheimer. Ben ist gerade. Stinkgeheimer kenne ich nicht. Ben ist gerade abgehauen. Ich bin gerade hier reingekommen. Also ich habe gehört, du willst was? Ja, ich habe da so ein kleines Problem mit dem Alphabet-Clan, muss ich sagen. Alphabet-Clan? Oh, ich habe aber gehört, die wollen gar nicht so genannt werden, aber ja. Die? Ich dachte, das sind sie. Ach ja, stimmt. Ich war, es war ein Test. Ach so. Bin ich getestet, tatsächlich. Hab ich bestanden? Ja, nee, es wäre erstmal cool, wenn du aufhörst, uns Alphabet-Clan zu nennen. Das klingt nämlich ein bisschen so Grundschule. Außerdem fangen die Leute auch an, uns Legastheniker-Clan zu nennen. Und das ist auch nicht so cool. Also, das Problem. Wie wollt ihr denn genannt werden? Ja, wir sind noch in der Erfindungsphase, das wissen wir auch noch nicht, Mensch. Okay. Muck jetzt hier nicht so auf, sonst zünde ich hier ein TNT. Ich habe sogar ein Feuerzeug dabei. Ah, lieber dich. Das ist ja deine Base hier. Oder die meine, von, nö, von hier wohnt Ben, ich habe das hier noch nie gesehen. Klar. Also, pass auf, Mr. X. Und zwar wurde da nämlich ein illegaler Prank in meinem Haus gemacht, ja? Für eine Sache, die Ryan Cole, ich will jetzt nicht snitchen oder so, aber das war seine Aufnahmeprüfung in den Hexenzirkel. Ja, und ich will nicht dafür snitchen, wurde. Snitched. Ja, na klar, und dafür wurde ich geprankt und mein halber Keller wurde gesprengt. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber was? Was wurde? Zeig mal. Naja, das stand ja vom Alphabet-Clan. Also, es war ja ganz klar. Ja, also ich kenne die Falle, ja, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie der Schaden ist. Das habe ich noch nicht gesehen. Na, der Schaden, der ist groß. Auch der Schaden Tesla in meinem Keller ist auch groß. Sind denn beide explodiert? Hat das denn funktioniert? Nee. Braucht das für Zug? Muss die erkennen. Eines explodiert. Alter, das ist ja riesig. Ja, eines explodiert und dann habe ich die zweite, die ist gedroppt und dann habe ich gedacht, was ist das? Habe sie hingemacht und dann ist sie auch explodiert. Ah, das ist natürlich. Also hatten wir hier eine Doppelexplosion, ja. Ja, aber guck mal, wie sauber ich das kalkuliert habe. Keine Kisten, nix. Also, ich wollte nur sagen, hier ist das Material, machen Sie mal heil. Bitteschön. Ich helfe auch. Ja, ich guck zu. Sie kriegen die Hilfe. Hallo? Also, ich weiß ja gar nicht, wie das hier aussah. Da gehört doch keine Erde hin. Hier gehört doch Stein hin. Ja, aber das sieht man doch eh nicht. Das ist doch egal. Das weiß ich. Und übrigens, ich möchte nur mal sagen, das hier ist mir aufgefallen. Also, yeah, wie hast du das denn gefunden? Ja, ich brauche den Erdblock. Ich muss den irgendwo herkriegen. Als ob du wirklich immer so auf korrekt baust. Alles, was man nicht sieht auch. Ja. Ach, das ist... Nee, warte mal. Ach doch, das ist für die Wände. So. Okay, es ist doch schon... Also, es ist schon eine Menge kaputt gegangen, möchte ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Aber so, Dabei hatte ich damit nichts zu tun. Aber erzähl mir das nochmal mit Ryan. Also, was war der jetzt? Naja, das war eine Aufnahmeprüfung für ihn. Ja, aber was hat der gemacht? Ich weiß nicht, warum habe ich nochmal geprankt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das hat mit den Kisten von Elina zu tun. Ich weiß auch nicht, was der Alphabet-Clan genau, mit Elina zu tun hat. Aber ja, die scheint wohl Mrs. Z ganz gut zu kennen oder so. Na, anscheinend, ja. Ja, es ist auf jeden Fall problematisch hier auf dem Server. Was? Mrs. Z? Davon habe ich nichts gehört.
Sie keine Mrs. Z? Nö, nö. Ich kenne nur Mr. Y. Willst du wissen, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Das ist Gumbo. Richtig. Genau. Woher weißt du das? Weil ich ein Genie bin. Oha. Also Ryan hat die Kisten. Das ist ja interessant. Nee, Moment, weil ich weiß, dass da jemand mit dabei war. Also es war nicht nur Ryan. Vielleicht war ich auch da anwesend. brauchst du eine Überzeugungsspende, damit es dir wieder einfällt. Das klingt nicht schlecht. Also wir sind ja der Legastheniker-Clan. Also wir haben unendliches Reichtum. Ja. Im Übrigen gibt es auch noch eine andere Sache. Es gibt eigentlich dort. Okay, passe auf. Deal easy. Ja, Deal. Okay, was? Also deine Bank wurde ja ausgeraubt. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass nur ein Clan so mächtig ist, um so eine Bank auszurauben. Mhm, mein Passwort wurde sogar geknackt. Ja. Das war ja. Frech, ja. Das waren wir. Und es ist auch noch alles da. Naja, bis auf ein Stack Eisen. Aber das ist draufgegangen für die Geburtstagfolge. Das war Geburtstag. Das Eisen am meisten! Ja, es ist noch fast alles da. Aber wir haben für Elinas Geburtstag ist das draufgegangen. Ja, dann war das jetzt mein Geburtstagsgeschenk an Elina. Ich habe jetzt zwar schon was geschenkt, aber. Nee, das habe ich auch Elina gesagt. Deswegen wurde. Okay. Also, ich meine, sie hat doch alle geprankt. Die ihr nichts geschenkt haben und du hast ja nichts abbekommen hier. Also, sie also hat alle geprankt, die nichts geschenkt haben. Ja, und ich hab gesagt, warte. Easy hat auch quasi mitgemacht. Ich habe ihr aber auch was geschenkt. Ich habe ihr nämlich eine Kiste freigebaut. Ja gut, davon weiß ich nichts. Naja. Auf jeden Fall, Deal, du kriegst alles aus dem Banküberfall wieder, komplett. Aber dafür will ich wissen, wer Elinas Kisten hat. Naja, okay, Deal. Deal, okay. Okay, dann will ich meine Sachen erst zurück. Nee, ich will es erst wissen. Und ich möchte, dass mein Keller hier erstmal heil gebaut wird. Wir können hier nicht die ganze Zeit... Ich hab keine Blöcke. Hast du keine Blöcke mehr? Hast du die denn alle verschwendet? Du hast ja alle gedroppt und dann alle wieder aufgesammelt. Hier, mach. Ich helfe dir, alle aufgesammelt. Oh. Hier ist ja noch viel mehr. Ja, das mache ich später, ey. Das ist ja hier, boah. Guck mal, was das doch für ein Fusch hier ist. Wir können ja Monster sogar spawnen. Fusch am Bau. Ja, wirklich. Das kann ich nicht gebrauchen, ey. Mr. X musste gerade aufbrechen zu einem weiteren Bankraub. Warte mal, was? Wo ist er hier nochmal? Oh Gott, nein, nicht meine Bank schon wieder. Und er hat versprochen, sich darum zu kümmern, das hier wieder in Ordnung zu bringen. Deswegen warten wir mal ab, ob der das hier hinkriegt. Und hoffentlich keine schlimmen TNT-Fallen oder sowas hier noch hinbaut. Und dann wird hoffentlich unser Keller bald wieder benutzbar sein. Apropos Keller, meine lieben Freunde. Wir haben ja hier den nicen Lava-Raum. Der ist hier. Hier kann ich immer richtig schön Lava ernten. Dann geht's weiter runter im Keller. Hier ist die Villager-Etage. Die ist auch richtig schön nervig und laut. Und ja, die muss ich irgendwie... Die Villager sind super nervig, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich habe so viele von denen. Ich kann die nicht alle umziehen lassen. Das geht einfach nicht. Das wäre zu viel Aufwand. Ich müsste sie eigentlich ganz weit unten in den Keller packen oder so, zu den Wardens. Dann haben wir hier die Felder, ihr kennt's, der Eisengolem, der hier ganz alleine lebt. Du kriegst bald einen Kollegen, ich hol noch einen anderen Golem, okay, du bist nicht mehr allein lange. Dann wollte ich hier so einen Archäologieraum bauen, dass ich auch mal die anderen Biome erforschen kann, das wäre mega nice. Und also diese Höhlenbiome, die anderen immer erforschen. Und hier kommt eine sehr, sehr coole Challenge rein. Im Moment wachsen hier noch meine Netherwarzen, Leute. Das wird nicht mehr lange so sein hier. Sondern hier wollte ich so eine coole Challenge für die anderen reinbauen, aber das wird halt ewig dauern. Das kann sein, dass wir das am Ende von Freunde 2 erst machen oder so. Das wäre auf jeden Fall eine ultimativ krasse Prüfung. Das werden wir auf jeden Fall noch machen und da geht's runter. Aber, Freunde, ihr könnt gerne nochmal weitere Vorschläge für Räume im Keller in die Kommentare schreiben und dann können wir den Keller noch ein bisschen weiter ausbauen. Des Weiteren haben wir ja jetzt hier ein sehr, sehr großes Haus. Das wurde ja hier noch weiter erweitert von meinen Kollegen. Gambo hat zum Beispiel die blaue Etage gebaut. Und dann haben Gumbo und Logo, glaube ich, alle Etagen, die da drüber sind, noch gebaut. Die haben gestern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Etagen nochmal mir extra hier hingebaut. Teilweise auch ohne Boden. Den haben die da einfach vergessen. Okay, das ist ja kein Problem. Die haben Doppeletagen gemacht. Die haben einfach Doppeletagen gemacht. Hier haben die sogar eine Dreifachetage gemacht. Wie geil ist das denn? Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Das ist ja viel nicer. Ich habe jetzt hier richtig riesigen Raum. Hä, wie cool. Oh mein Gott. Ja, geil. Okay, hier kann ich auf jeden Fall auch noch was reinbauen. Das wird auf jeden Fall richtig krass, weil ich habe viele Etagen hier noch gar nicht benutzt, Leute. Ihr seht, sie stehen alle leer. Also schreibt auch gerne Ideen in die Kommentare, Vorschläge, was wir da reinbauen können. Spaghetti, hast du eine Idee? Vielleicht ein Knochenzimmer für Spaghetti oder sowas? Leute, Mr. X hat gerade den Server verlassen. Das bedeutet, wir haben jetzt Zeit,
uns zu rächen. Oh yeah. Ja, ich weiß, er baut es wieder in Ordnung. Aber ich dachte mir, wenn er meinen Keller modifiziert, dann kann ich auch seinen Keller modifizieren. Und dafür habe ich hier meine geisterliche Spitzhacke. Und dann gehen wir jetzt mal direkt rüber. Oh, okay. Das Ding ist, glaube ich, ausgestellt. Das wirft ja hier Bomben. Und Stinkeheimer, du bist nervig. Du stinkst immer alles voll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich den so lange vielleicht auf den Dino setzen? Komm mal her, Stinkeheimer, hier. So, let's go. Wenn ich dich da drauf sehe. Aber wobei, nicht, dass du denn stirbst oder so. Ich will nicht, dass er stirbt. Aber Leute, wir müssen eigentlich nur in den Keller runter, ja? Mr. X hat hier sein Haus stehen. Beziehungsweise ist es vielleicht auch das Haus von Ben. Ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich das Gleiche. So, wir bauen uns jetzt auf jeden Fall mal runter, weil ich glaube nämlich, der hat noch gar keinen Keller. Und ich tue ihm jetzt hier einen ganz großen Fallen und baue ihm jetzt erstmal hier einen Keller hin. Let's go! So, meine lieben Leute, damit ist der Keller jetzt hier auch schon ausgehöhlt. Direkt über uns befindet sich natürlich die Base von Mr. X. Warte, das war Stinkeheimer! Der hat die Alarmanlage ausgelöst, weil es ist niemand auf dem Server außer mir. Und ich dachte gerade, hä, wer ist hier auf dem Server? Aber das war einfach sein Haustier selber. Okay, Leute, also ich habe hier ganz viel Tiefenschieferziegel mitgebracht, weil ich ja sehe, dass er damit sehr, sehr gerne baut. Damit werden wir jetzt hier die Wände einmal verkleiden. Und wenn wir damit fertig sind, dann wird aus diesem Keller ein sehr, sehr bunter, beliebter Raum. Ihr werdet es gleich sehen. Der Keller steht, meine lieben Freunde, und so bunt und belebt ist es hier jetzt gerade an der Stelle noch nicht. Aber das kommt gleich, Leute. Geduld, würde ich sagen. Ich habe hier ein paar Wassereimer dabei. Die werden wir nämlich gleich brauchen. Und auch Schilder, aber die stellen wir danach auf, so Leute. Und jetzt müssen wir den Keller hier erst einmal, ja, ganz schnell mal unter Wasser setzen. Und jetzt, wo wir den Keller geflutet haben, wird es Zeit für die Gäste. Aber vorher werde ich hier auf jeden Fall nochmal ein Schild platzieren, weil danach wird es ein bisschen schwierig, hier in den Keller reinzugelangen. Deswegen würde ich sagen, das ist jetzt der Partykeller. Das Ganze können wir hier noch ein bisschen bunt gestalten. Let's go. Das sieht doch geil aus. Und dann würde ich sagen, das haben wir jetzt hier schon mal fertig. Und dann muss ich nur noch die Gäste einladen. So, Leute, jetzt geht's los. Ich habe nämlich erfahren, dass Mr. X gleich auf den Server kommen wird. Und in der Zwischenzeit müssen wir hier mal ein bisschen was erledigen. Ich habe hier nämlich so ein paar kleine Tiere für ihn besorgt, die mich hoffentlich nicht töten werden. Okay, Leute, ich muss hier jetzt echt aufpassen. Okay. Die Dinger sind super... Oh mein Gott, das Krokodil hat mich! Ich wollte doch hier nur eine kleine Party veranstalten! Okay, Leute, ganz vorsichtig. Ich werde die vielleicht von draußen spawnen. Natürlich hat mich das Ding erwischt. Selbstverständlich. Hier, das da noch. Oh mein Gott, da ist noch so ein großer... Oh mein Gott, Leute, ich habe halt so viele von denen. Ich wollte hier so eine kleine Unterwasserparty feiern. Ich dachte, da freut er sich. Hier noch eins. Warte mal. Ihr müsst da mal zur Seite gehen. Ich kann hier nicht alle gleichzeitig, wenn ihr da alle im Weg steht. Das funktioniert hier nicht. Okay, ich muss die jetzt irgendwie alle spawnen, bevor er kommt. Leute, ich kriege die da alle nicht rein. Das ist super nervig. Wie viel haben wir denn noch? Warte mal. Wir haben noch das hier. Boah, ich kriege das nicht groß. Ach, dann bleibt das jetzt eben klein. Ist mir auch egal, okay? Dann bleiben die eben klein. Hier kommt noch so ein kleiner Guardian. Und noch eins von diesen Fischviechern. Und ich glaube, dann haben wir es doch, oder? Die Party kann steigen. Oh yeah. Er ist gerade gejoint. Warte, ich hab mein Schal der Unsichtbarkeit nicht. Nein. Nein, ich bin immer dabei. Hallo? Hallo? Easy! Warte, ich bin was hier. Was hast du mit meinem Haus gemacht? Ich bin hier gefangen, kannst du mir kurz helfen? Das sind irgendwelche Bosse, Alter. Was sind das für Mobs? Da ist ein Elder Guardian und da sind Mobs, die kann ich nicht, erkenne ich nicht mal. Was soll das überhaupt sein? Komm hier nicht raus, Ben. Oh Mann! Das ist auch ein Aquarium, oder? Mhm. Drei Elder Guardians, komm, ey. Komm doch mal raus! Moin. Ach, du hast es schon freigebaut. Ach so. Ich wollte dir eigentlich was zeigen. Ja, okay, zeig's. Ach so, du hast wirklich ein Aquarium gebaut. Ja, ich habe einen Partykeller gebaut. Das sind nur die Gäste. Partykeller? Ja. Oha, sogar mit Side-Room und allem drin und dran. Oh ja. Ach so, es sind da Kids. Nee, geh ruhig rein, geh ruhig rein. Das ist schön da. Ja, sagst du? Da steigt die Party. Krokodile, Elder Guardians, Dreizack. Ja, ist ja super, ist ja richtig geil, ey. Yes, ich wusste, dass es dir gefällt. Ich hör den Ausgang nicht mehr. Alter, was ist hier alles drin? Ich habe leider keine Kugelfische bekommen. Die wollten nicht kommen. Na, wenn wir die Wand mit Glas austauschen, könnte das sogar ganz geil aussehen. Oder den Boden. Von deinem Oder Haus. Oder den Boden, ja.
Aber der Boden ist ein sehr ausgeklügeltes Fashion-Design. Stinkgeheim hat er fast abgehauen. Oh Mann. Ich habe hier ein Muster reingemacht. Ja. Ich in die Mitte so. In die Mitte ein bisschen Glas. Ich überlege mir da was. Aber erstmal, ich muss dieses Totem abbauen, dass ich die ganze Zeit die durch die Wand sehe. Ist, was? Das ist crazy. Das findest du es geil? Ja, ich fand das cool. Boah, nehme ich lenk das übel ab. Hast aber du dafür mein Totem geklaut dann oder wieder. Hast du dafür? Nein, das ist mein. Nö, mein Grundstück, mein Eigentum, sag ich dir. Ich komme nicht ran, Alter, der Fettsack ist im Weg. Sein, dass ich sterbe? Geht sie gut? 50-50? Nee, hab Stress. Okay, da kommt man tatsächlich nicht ran. Vor allem, du hast Abbaulähmung, ne? Du kriegst es wahrscheinlich nicht mehr aufgebaut. Bin tot. Krokodil spinnt mich. Das gibt Rache. Oh mein Gott. Warte, deine Items sind jetzt da unten, oder? Die kann ich ja jetzt looten. Wo sind die? Hey, hallo. Wo sind die? Wo sind deine Items? Hier. Oh nein, ich bin zu spät. Warte, was keine soll ich Sorge, ich sterb nochmal. Oh, Bruder. Oh, das war knapp. Na, ich habe jetzt eine Lampe abgebaut. Junge. Oh mein Gott. Wenn der Prank nach hinten losgeht. Alarm. Ich bin jetzt auch fast gestorben. Ich rufe gerade die Verstärkung. Spaß, die Verstärkung? Ja, die Verstärkung. Okay. Ja, ich hab's. Oh. Okay. Stark. Okay, Tür zu. Tür zu. Alles gut. Ich hab's überlebt. Okay, danke. Danke. Unabhängig davon haben wir ja was besprochen heute Vormittag. Und zwar ist so laut in deinem Haus. Es ist so laut hier. Es klingt, ja, als hättest du Monster im Keller. Viele Mobs, ey. Wir hatten ja einen Deal. Ja, wir haben einen Deal. Und zwar. Na, aber warte mal. Dreh dich mal um. Ja. Ja, Ben musste ganz kurz weg. Bin jetzt gerade hier, der muss, der hat bis zum Mittagessen. Hey! Das Geheimnis wurde gelüftet! Nein. Kannst du den Hut jetzt auch wieder. Ja. Okay. Wir hatten einen Deal, der besagt, der alles, was beim Banküberfall erobert wurde, abzüglich ein bisschen Spesen. Geklaut. Getauscht gegen die Information, wer Elinas Kisten wirklich geklaut hat, weil du behauptet hast, du warst es. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht dabei war. Ich habe nur gesagt, dass. Nee, du warst dabei. Du warst aber nicht die treibende Kraft, hast du gesagt. Ich habe gesagt, dass jemand anderes die Aufgabe hatte. Die kam vielleicht von mir, die Aufgabe. Na gut, egal. Ja. Mitgehangen, mitgefangen. Ich will aber erst die Info. Nee, ich will erst die Kiste. Willst du dich echt mit mir anlegen? Was hast du für Rüstung? Full Netherite, Full Enchanted. Okay. Okay, zuerst die. Nein, guck aber die weg. Die Leute haben mir aber auch geschrieben, dass sie hier irgendwo vergraben ist. Ich soll mir die einfach holen. Hallo, das ist Ghosting. Was ist das? Ghosting. Oh, ich habe Abbaulähmung. Ich kann mich da nicht reingraben. Irgendwie kann ich das trotzdem abbauen. Wo ist die denn? Ja, warte, du musst dich jetzt hier so lang halten. Ich hab doch Milch gehabt. Wo ist die denn? Wo soll ich lang bauen? Ja, quasi ist da eine Falle? Haus. Nein. Wieso glaub ich das? Das wäre aber cool, tatsächlich. Vielleicht baust du über mir einen Block und dann. Wo denn? Du musst weiter nach links. Weiter nach links. Hier ist eine Kiste. Das sag ich doch. Meine Sachen! Sind das wirklich alle? Das sind alle, aber ich habe halt ein bisschen was. Ach, verdammt. Ich war zu langsam. Was? Ja, du wolltest es aber schön, dass sie auch wieder zubauen. Ich will nicht, dass wir Mobs spawnen, ey. Mhm. Okay, danke schön, mach's gut. Hallo, ich brauch die Info. Easy. Sehr gut. Sonst raubst du meine Bank gleich wieder aus. Okay, warum kannst du so krass springen? Weil ich Hasenfüße hab. Hast du doch auch. Ach so, ja, nee, warte, das du? Ist. Nee, das ist die Wolke in einer Flasche hier. Oh, die hat ein Logo auch. Ne? Ja, ja. Lass du sehen, da. Boah. Mhm. Das ist crazy. Hättest du auch gern, wa? Nee, ich hätte gern die Info. Okay. Naja,
der Hexenclan. Entschuldigung. Das heißt ja jetzt der Hexenzirkel. Der Hexenzirkel, mhm. Okay. Und wer, also welche Person? Naja, wer ist denn im Hexenzirkel, deiner Meinung nach? Ja, Ebu auf jeden Fall. Mhm. Und vermutlich noch eine Person. Ja. Ja, wer? Ja, als ob du das nicht weißt. Nö, ich weiß es so. Ich weiß, ich habe wieder Abbaulähmung bekommen. Oh Mann, wenn nur jemand was ich gegen kann Elder die da Guardians nicht lassen, Ebro. Ich krieg dann dauernd Abbaulähmung. Das habe ich gerade Ebro genannt. Ja, wer ist denn der Dritte jetzt? Sag mir einen Namen. Im Alter ist man verwirrt. Das war Ryan. Entschuldigung, hab den Namen verwechselt. Das war Gambo. Nee, das hast du Ryan schon richtig. Ja. Okay. Gut, danke für den Deal. Danke für meine Dias. Wenn ich die nächste Mal eine Info von dir brauche, klaue ich dir wieder was. Warte mal. Aber was ist jetzt mit meinem Warden? Hallo, kannst du mal aufhören, unter meinem Laser? Du hast mir das doch gezeigt! Na und? Aber das war ja nicht, das war nur zur Vorführung, nicht zur Anwendung. Also, was ist mit meinem Warden? Ich hätte ihn gerne wieder. Ja, da muss ich mir erstmal einen nächsten Deal überlegen. Hm. Okay. Okay, ciao. Freunde, wir haben unsere Sachen wieder zurück. Und zwar das ganze Eisen. Das brauche ich auch unbedingt. Ich wollte nämlich richtig coole... Warum sind da Quarzblöcke drin? Die habe ich aus Versehen da reingemacht. Ich wollte richtig coole Schienen bauen im Nether. So verschiedene Wege im Nether und so weiter, dass wir uns da schneller bewegen können. Für alle außer natürlich den Alphabet-Clan. Dann habe ich mein Gold, ey. Wie viel Gold das einfach ist, wie viel er mir geklaut hat. Das ist so heftig, ey. Es sind einfach... 6 Stacks Goldblöcke. Wisst ihr, wie viel Geld das ist hier auf dem Server? Das ist Wahnsinn. Meine ganze Kohle und meine ganzen Dias, die ja eigentlich auch Kohle sind, und meine Smaragdblöcke. Alles haben wir zurückverdient. Leute, es ist wieder da. Und klar, ich hätte das Ganze klauen können, aber ich war wirklich ein bisschen verunsichert, ob er vielleicht eine Falle gebaut hat oder sowas in der Art. Und deswegen habe ich mich da nicht reingetraut. Ich meine, eben hat er versucht, mich mit TNT zu sprengen. Von daher, dem kann man nicht vertrauen, Leute. Ich sag's euch. Alright, wir haben unsere Sachen zurück. Ich kann damit jetzt auf jeden Fall ein bisschen was anstellen. Das werden wir bis zur nächsten Folge auch machen. Die Bank kann wieder eröffnen. Und ich sag euch, die Bank, die braucht mehr Sicherheitssysteme. Das war noch nicht sicher genug. Wir brauchen mehr Sicherheit. Wir brauchen mehr Bomben. Wir brauchen mehr TNT-Systeme. Wir brauchen mehr von diesen... Habe ich gerade die Scheibe zerschlagen? Mehr gesicherte Blöcke. Ich bin gerade sauer, Leute. Ich muss die Bank auf jeden Fall sicherer bauen. Das wird erledigt. Ich sag's euch. Und dann kann die Bank wieder aufmachen in der nächsten Folge von Minecraft-Freunde 2. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und hasta la pasta.